mit Freuden, so haben wir es miteinander gesungen und die Bewegung von Ostern aufgenommen. Ostern ist man richtig gut unterwegs und es ist schön, dass Sie sich aufgemacht haben, unsere Einladung angenommen haben und jetzt hier zu unserem festlichen Osterkonzert erschienen sind. Ganz persönlich, aber auch im Namen des gesamten Kirchenvorstands, im Namen aller Mitwirkenden möchte ich Sie sehr herzlich willkommen heißen. Mit Musik und einigen Worten möchten wir Ihnen diesen Ostertag verschönern und Ihnen garantieren, dass Sie die Kirche später leichter verlassen, als Sie sie betreten haben. Frohe Ostern wünschen sich die Menschen. Christinnen und Christen auf der ganzen Welt liefern mit einem schönen Osterritual die Begründung für die Osterfreude, indem sie sich zurufen, der Herr ist auferstanden, und mit einer Antwort bekräftigen, er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. So klingt Ostern. Und wie wir Ostern auch sichtbar nach außen tragen können, soll es später gehen, jetzt ganz hörbar mit 3 weiteren Musikstücken, auf die Sie sich freuen können, weil der Chor jetzt auch wieder gut in Bewegung war, einmal außen um die Kirche herum gegangen ist und jetzt auch das Kirchenschiff dafür nutzt, weil Ostern etwas mit Bewegung zu tun hat. Darum wird der Chor das nicht nur musikalisch, sondern auch ganz praktisch umsetzen. Und Sie merken, der Pfarrer erzählt das nicht nur, sondern es ist tatsächlich so. Da kommen Sie. Traut euch. machen das richtig. Wir wollen alle fröhlich sein, das singen wir zu Recht an diesem Ostertag, obwohl wirklich viel Schlimmes geschieht. Und man kann ja wirklich verzweifeln über das, was einen erreicht. Und man könnte wirklich daran verzweifeln, darüber weinen. Man soll dagegen auch protestieren, zu Recht. Was wir aber immer auch noch brauchen, ist das, was wir tun, uns an das andere erinnern. Der Chor hat es eben gesungen, da ist jemand. Und ich glaube, Ostern habt ihr damit wunderbar auf den Punkt gebracht. Ostern heißt, da ist jemand. Und Lachen als äußeres Zeichen der österlichen Freude hat eine gute Tradition. Ich finde, es hat auch Charme und wir sollten das pflegen, neben dem anderen. Vielleicht auch hiermit. Ein rheinischer Bischof hat seinem Papagei beigebracht, ihn lautstark mit dem Ruf „Guten Morgen, Herr Bischof" zu begrüßen. Als er zum Kardinal ernannt wird, scheitern alle Versuche, dem Vogel das neue Wort beizubringen. Schließlich wird es dem Kardinal zu bunt, er legt seine prunkvollen Gewänder an, nimmt Mitra und Hirtenstab, baut sich vor dem Papagei auf und er nimmt wohl wahr, dass etwas anders ist, legt den Kopf schief und sagt, Kölle Alaf. Das ist wirklich ein Happy Day, ein ganz fröhlicher Tag, der durch die Musik der Stadtkantorei, des Kammerchores, des Posaunenchores, durch die Solisten Dr. Katharina Apel, Patrizia Seifert und Sebastian Wolf nochmal Raum bekommen hat, um sich entfalten zu können. Und ich denke, diese Freude wird nachklingen. Zu Beginn sagte ich, dass sie die Kirche leichter verlassen, als sie betreten haben. Und ich hoffe, dass Sie gespürt haben, wir haben eine gute Botschaft, die unter die Haut geht und mit unserer Musik ein wunderbares Medium, das direkt ins Herz geht.